rund 2,5 Stunden außerhalb von Yorklitz, Windham in Amerika. Das war die nächste Station vom Mountainbike Weltcup. Das ist der Top-Favorit. Wahnsinnige Bestzeit hat er aufgestellt, gestern in der Qualifikation. Und um diesen Typ hier, um den S gehangen das Rennen. Über 21 Fahrer hat er überlebt, der ehemalige Junior-Weltmeister aus dem Lapid Gravity Team, Delois Vergier. Man hat immer wieder gemeint, zwischen denen kein Problem, dem seine Zeit kann man knacken. Aber nichts war. Irgendwo im Mittelteil muss der eine Linie gefunden haben, wo eigentlich fast keiner schneller war. Zu dem Zeitpunkt hat man es noch nicht gewusst, dass es so lange auf dem Hot Seat vorne hocken wird. Er hat mal in einem Interview zwischen denen gesagt, Top 10 wäre noch cool. Der dritte Platz ist es geworden für die junge Loris Vergier. Und da der Greg Minard. Unterschätzen darf man ihn nie. Vierte war er nach der Qualifikation. Spektakulär sehen seine Läufe nicht immer aus. Extrem ruhig. Immer dosiert das Risiko. Er fährt immer noch mit um Gesamtwertung im Weltcup. Zusammen mit dem Aaron Gwin hat er das Battle, das bis zum letzten Rennen im Val di Sole gehen wird. Greg Minard, oberste Zeit war er noch hinten drin. Unten dran hat er mächtig aufgeholt. Und ist ganz, ganz knapp dem vor dem Loris Vergier ins Ziel gekommen. Santa Cruz Syndicate Fahrer. Der Greg Minard, der Sieger von der Lenzerheide, hier zusammen mit seinem Teamkameraden Josh Breisland, der heute nicht so grossen Strick verrupft hat. Dafür der hier. Was dieser Typ in der Quali gefahren ist, war unglaublich. Er hat es von oben bis unten brettern lassen, Linien gefahren, die keiner gefahren ist, oder nicht nur annähernd so schnell. Der Aaron Gwin, man sieht es hier schon. Extrem smooth, wenn er drüber geht. Der Steingarten, wie es keiner wäre. Einfach drüber. Und er hat schon über 3 Sekunden Vorsprung gehabt in der Zwischenzeit. Die Zuschauer hier oben, da sind sie bereits hinter ihm auf die Strecke gesprungen. Man sieht es, um ihn zu unterstützen. Heimsieg. Und sowas von souverän. Der Heimsieg vom Aaron Gwin. Das hätte er wollen. Der Sieg hat er gebraucht, der tut ihm gut. Und der macht es auch ein bisschen einfacher für ihn, um das Jahr den Gesamtweltcup wieder zu sich zu holen. Das Trikot hat er schon. Das ist sein Teamkollege Troy Boston. Der hat übrigens nur 6 Sekunden verloren, aber er hat einen Sturz zwischen denen gehabt. Also, boah, was passiert wäre, wenn der nicht gestürzt wäre? Oder was passiert wäre, wenn der Loic Bruni als Zweiter aus der Qualifikation keine Platte gehabt hätte? Das wissen wir nicht. Der Loic Bruni, wieder mal knapp ist er vorbei an einer Seite. Es wird und wird einfach nicht klappen. Dafür ist es ein bisschen von einem anderen Stern gewesen, von Aaron Gwin. It's just epically cool. I don't know, there's no feeling like racing in your home country. And if there's one race that I kind of want to win every year, just for the fun of it, man, it's this one. So it's just huge blessing, so stoked. Ja. Das ist der Podest. Der Greg Minard auf dem zweiten, Loris Vergier auf dem dritten und der Aaron Gwin auf dem ersten. Flankiert noch vom G. Everton und der Steve Miss mit einem starken Comeback. Und schaut der Loris Vergier, was der für einen Stolz hat. 4 Sekunden, 92 hat er verloren, bereits 3 Sekunden, 505 auf der Fahrzeit von 2,38 der Greg Minard. Unglaubliche Leistung und auf dem 6. Platz der erwähnte Troy Brosnan. Der Aaron Gwin gewinnt oder führt in der Gesamtrangliste um den Weltcup. Vor dem Greg Minard und dem Loic Bruni. Ein Rennen steht noch aus, Val di Sole. Und sie hat bereits gewonnen, den Gesamtweltcup. Und sie hat auch heute gewonnen, Rachel Atherton. Fast 10 Sekunden Vorsprung. Ihr Rang war unglaublich. Man hat schon davor geredet, man sollte sie eigentlich fast einmal bei den Männern starten lassen. Also so souverän und ohne Fehler, wie sie hier runtergefahren ist. Chapeau, Madame! Und 5 Rennen, 5 Sieg! Die GT-Fahrerin Rach Atherton. Übrigens gesehen, dass sie eine oder die einzige Frau, so viel es mir ist, die mit einer GoPro auf dem Helm starten. Das wird ja von der UCI ganz genau hart vorgegeben, welche Fahrer im Training dürfen und welche Fahrer dass das auch im Rennen dürfen. Sie hat es dürfen, ihr macht es nicht aus, sie gewinnt trotzdem mit einem riesen Vorsprung. Rachel Atherton, Gewinnerin des Gesamtweltcup 2015.
yeah, I'm stoked to win in Wyndham. I always kind of do well here, so I couldn't believe how noisy it was on the way down. All the fans and all the Americans are just absolutely wild. They love it, so yeah, pretty cool event. Yeah, I mean, the World Cup overall means a lot because you have to be so consistent all year, you know. World champs, you kind of just let it go and it doesn't matter if you crash, but the overall, like, week after week, the nerves, you know, the worry, it's pretty intense. So yeah, I'm happy to finally have it back. Das ist Nawald bei der Spampon. Daisy Henna, Tani Seagrace, Manon Carpenter und Rachel Atherton. Die Schweizerinnen auf dem 7. Platz gesehen mit Emily Siegenthaler auf dem 12. Platz Carina Cappellari. Emily Siegenthaler mit einer kleinen Verletzung müssen ins Rennen starten. Darum hat sie nicht ganz weit führen gemacht. Wenn sie wieder mal fit wird, hofft man auf Valdi Sole. Dann gibt es sicher wieder Top 5 Spots. Rachel Atherton, Gewinnerin vom Gesamtweltcup 2015. Zweite dort mit Manon Carpenter und jetzt haben wir noch ganz etwas Spezielles für euch. Der Lauf von der Missy Joff. 1994 ist sie Gesamtweltcup-Siegerin. 14 Jahre ist sie nicht mehr an einem Rennen gestartet und sie hat ein bisschen Mühe gehabt zwischendrin, aber wie man Missy Joff kennt von ihrem Übernahme der Missile, hat sie alles gegeben. Voll gut, sie hat sich qualifiziert. Am Freitag für das Finale nach so langer Zeit. Trotz einer Handverletzung ist letzte Woche die ganze Zeit auf der Latz gefallen im Training. Aber sie hat es geschafft. Sie ist zurück in Wyndham. Legend is back, Missy Joff.